9 Stunden, 24 Minuten und 8 Sekunden sind wir dabei. Stream Uptime, was? Stream begann um 15.57 Uhr 55. Die Uptime 9 Stunden, 24 Minuten. Also 3 Stunden müssen wir noch, dann sind wir durch. So, ich trinke noch mal einen Schluck Apfelschorle. Ich drücke schon mal ein neues Spiel. Ja, wir sind wahnsinnig. Ich hoffe, ich kann es noch. Ja, ich bin wahnsinnig. So, bla bla bla, Malz abschör. Stößchen. So, warte. Ach, oh, ich habe was vergessen. So, und damit willkommen zurück. Folge 300. Department of Agriculture Commissioner Salazar said changing weather patterns were to blame for livestock behavior. Yeah, yes, of course. To attend this weekend seminar on ja, ich bin auch unter die Dampfer gegangen. Ja. And if you're out late tonight, you may see some low-flying helicopters near Silverthorne and Leadville. Seems the Arapaho Park Services will be spraying for an infestation of box elder bugs. But you keep all pets and children indoors between the hours. Da kannst du sehen, brauchst nur ohne Stoppuhr. Brauchst nur eingeben, wenn der Y-Spot genau dann gestartet wird, wenn der Stream startet, dann siehst du das. Wann der Stream gestartet worden ist. Und da steht da, 15.57 Uhr und 55 Sekunden wurde der Stream gestartet. Und dann geht's los. Ne, ich bin auch unter die Dampfer gegangen. Ich habe ja im November aufgehört zu rauchen. Und habe dann auch keine Zigarette mehr gebraucht. Habe seit 3 Monaten nicht mehr geraucht. Aber trotzdem fehlte mir so ein bisschen was so. Weißt du, so hab zwar Kaugummis gekaut, Bonbons gegessen, aber so dieses Dampfen so, das, ja, erfüllt so den Zweck. Ist aber ohne Nikotin. Was? Ich tauche mal etwas in die VR-Welt ab, indem es nach Louisiana geht. Oh Gott, viel Spaß, Sven. Oh Gott. Bitte achte auf dein Herz, ja? Nicht, dass ich noch irgendwie einen Notwagen rufen muss oder so. Ich glaube, ihr müsst das machen am Dienstag mit mir. So, willkommen zum... Wie renne ich denn hier nochmal? Wie war denn hier nochmal rennen? Ach hier, oh Gott. Oh Gott, das wird fürchterlich. Ja, willkommen zum Speedy Run Fun. Wer hier Großstory erwartet oder Horror, der ist hier falsch am Platz. Ihr kennt das, ja? Oh Gott, viel Spaß mit Resident Evil 7. Apropos Resident Evil 7. Soll ich euch mal die Collectors Edition hier mal im Stream zeigen? Wollt ihr die mal sehen? Wollt ihr die Collectors Edition mal sehen, bevor ich jetzt hier anfange mit Outlast, weil wir ja gerade beim Thema Horror sind so ein bisschen? Wollt ihr die mal sehen? Soll ich die mal kurz im Stream mal so ein bisschen vorstellen? Ja, ich frage mal so in den Chat. Wollt ihr die sehen? Glückwunsch, was für die 3 Monate? Dankeschön, ja. Werde ich bestimmt haben, ja, viel Spaß. Also wenn ihr die sehen wollt, mal eben im Stream, dann mache ich Großbild, also mit Kamera und so, dann, ne? Dann packe ich die mal. Ja, will sie sehen. Juhu. Sonst noch jemand? Mach mal. Okay, pass auf. Dann machen wir das an. Dann mache ich aber Vollbild. Ich sehe ja den Chat. Ich mache mal Vollbild. Ne, pass auf. Ich mache mal Vollbild. Übertragungseinstellung. Erweiterte Einstellung. Nachher den Zuschauer weg. Genau. Kameraeinstellung. Dann mache ich die Kamera groß. Groß. So. Genau. So, warte mal. Jetzt muss ich groß im Bild sein, ne? Hallo Freunde, ich weiß, es ist ein bisschen sehr groß. Ich mach das mal, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt irgendwie so hinkriege. Ich mach mal so. Warte, ich dreh mal die Kamera so ein bisschen, dann kann man das so, ich weiß, mich sieht man gerade nicht. Ich bin gleich wieder da, warte mal eben. Was? Nicht spoilern, lass sie bis Dienstag zappeln. Nein, es geht nur um die, es geht um die Collectors Edition, wie die aussieht. Damit ich die mal kurz zeigen kann. Es kommt ja sowieso ein Unboxing-Video davon, aber ich zeig sie euch mal kurz, warte mal eben. Warte mal. Sofort wieder da. Moment. Oh, und die ist so schwer.
So. Da haben wir das gute Stück schon. Warte, mach mal ein bisschen anders, damit ihr ein bisschen mehr Platz habt, dieses Mikrofon hier. So sieht das Ganze aus. Ich weiß, es ist spiegelverkehrt. Ich drehe das mal eben, warte mal eben, damit ihr das mal richtig rum seht. Moment, erweiterte Einstellungen. Wir haben die Zeit ja so ein bisschen. So, warte. So. Das ist so die... Moment. Ist das jetzt richtig rum? Ja, ist richtig rum, ne? Das ist die Collectors Edition. So sieht die aus. Ja? Ist so ein Schubberkarton. Ja? Und wenn ihr die hier so aufmachst... Warte. Wenn ihr die hier so aufmachst, so... Dann ziehst du die hier so offen, so. Da ist so ein Schubberdingen drin, ja. Kannst du wegpacken. Und dann ist hier schon, das ist normalerweise nicht dabei. Das ist das, was ich meine. Das ist das Spiel, was nicht dabei ist. Also so sieht das aus. Ja, ich kann das mal zeigen. So sieht das dann aus, so. Ja, da ist das Haus drin. Da ist, wie gesagt, das, was ich meinte mit dem Karton, wo das Spiel eigentlich drin wäre, aber die Collector's Edition ist ohne Spiel. Da ist der Finger, ja. So, und hier ist dann das Häuslein. So sieht das aus, so. Und das ist schon ordentlich, das ist schon echt cool. Ne, so sieht das dann aus. Hinten kann man das Spiel sogar reinstellen, wenn man möchte. Ja, würde dann so aussehen. Warte mal, so. Na, so sieht das aus. Genau. Und das ist schon echt vor allem auch detailreich gemacht. Wenn ihr mal guckt, so ein bisschen so hier so. Ne, ich weiß, die Kamera ist jetzt nicht so der Pixel genau, aber das ist schon echt cool gemacht. Ja, und da drin, hier unter dem Karton, hier unten drin, befindet sich noch das Artbook und alles. Und wie gesagt, da müsst ihr jetzt noch dann warten, halt, bis ich das komplette Unboxing-Video in Full HD, das seht ihr dann in Full HD, kann man das auch ein bisschen besser erkennen. Mit dem Haus habe ich auch ein bisschen besser vorgestellt. Werdet ihr dann sehen, hier ist noch der Finger drin. Der Finger sieht so aus. So, ja. Blutverschmiert, und das ist halt so ein USB-Stick-Finger. Ja, da ist so der Finger. Uah, huch, jetzt fällt mir auch noch das Ding weg. So. So sieht das aus. Na, wie gesagt, hier ist das Spiel. Resident Evil, ne? Wie gesagt, mit so einem Schubber, mit so einem Wackelbildchen. Resident Evil, wie gesagt, noch original verpackt alles. Habe ich noch gar nicht installiert. Muss ich noch installieren alles. Ja. Und hier drunter, wie gesagt, sind noch Artbooks und Fotos und talala. Und so sieht das Ganze dann aus. Und habt ihr das schon mal so ein bisschen gesehen. Wie gesagt, das komplette Unboxing-Video kommt dann demnächst auf YouTube. Ne? Wie gesagt, der legendäre Puppenfinger, genau. So, warte mal, bin sofort wieder da. Moment. Mal wieder die Kamera, hol mal wieder mein Mikrofon hin. Warte. Hallo Freunde, da bin ich wieder. So. Legendäre Puppenfinger, genau. Egal, das Warten. Ja, verstehe jetzt, was du gesagt hast mit dem Haus, genau. Voll dumm, dass die Disc nicht da... Ja, die Geier. Man hat gesehen, dieser Kartonschubber da. Warte mal, ich mach mal eben wieder links an. Und Kamera wieder anders drehen. So. Man hat gesehen, da in dem Karton, dieses Fach, da wäre das Spiel drin gewesen. Da haben die sich gedacht, weißt du was, warum verkaufen wir das Spiel extra? Gibt mehr Kohle, die Schweine. Ne? Es war die Collector's Edition, war so gedacht. Ne? Das ist schon der Hammer. Aber wie gesagt, also das volle Unboxing-Video gibt es dann, geht glaube ich circa 15 Minuten oder so. Dürft ihr dann demnächst erwarten bei mir auf dem Channel. Muss ich noch ein Thumbnail für erstellen. Das mache ich wahrscheinlich morgen. Da seht ihr das Haus dann auch ein bisschen aus der Nähe, weil mit der Logitech-Kamera ging das ein bisschen besser, weil da habe ich das auch so aus der Nähe gefilmt, in Voll HD, dann könnt ihr das mal begutachten. Ja, Freunde, das Resident Evil hätte ich gerne heute schon gezeigt, aber wie gesagt,
ich habe leider keine Freigabe dafür bekommen. Also wie gesagt, ich habe leider bei Capcom auch keinen erreicht mehr. Ich habe heute nochmal angerufen gehabt, aber da war leider keiner mehr da. Die haben wahrscheinlich Wochenende. Und nur gut. Macht nichts, spielen wir Dienstag. Läuft nicht weg. Ne? So, hallo, was? Hallo Patrick, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Willkommen zur Folge 100. Hö, bei der Collector Session war ohne Spiel oder wie? Ja, das. Ja, bei der Collector Edition ist kein Spiel dabei. Musst du dazu kaufen. Aber ich habe komplett Collectors Edition mit Spiel 120 bezahlt. Die Collectors Edition kostet 100. Ja, 100 oder 90 Euro. Und das Spiel dann 30 mit oben drauf. Na? Ob die behindert sind? Sind die... Sag mal, bist du behindert? Ob du behindert bist, habe ich gefragt. So. Ja, die Collectors Edition, wie gesagt, ohne Spiel. 90 Euro, 100 Euro so um den Dreh. Aber wie gesagt, lohnt sich. Also das Artbook ist sehr, sehr schön. Auch gut verarbeitet. Sind sehr tolle Sachen drin. Werde ich auch mal, vielleicht mal im Stream mal vorlesen von, wenn ihr das möchtet. Ach, 140, Entschuldigung, 140. Ja, ich habe ja 20 anbezahlt. Nee, 15, oder? Ja, doch, 20, genau, doch. Ja, 140 habe ich bezahlt. Gut, dann sind es 40 Euro fürs Spiel. Ne, aber trotzdem, finde ich, trotzdem ist ein Preis, wo ich sagen muss, ja, okay, das Haus ist echt sehr eine gute Qualität. Das Artbook ist sehr geil, die Bilder sind echt schön. Ist so hart Papier, Hartpappe. Weiß ich nicht, finde ich sehr geil. Dann noch diese... Das ist so geil, da gibt's einmal für ein CD-Cover, für eine CD-Hülle und für zwei DVD-Hüllen ein Wendecover für DVD-Hüllen für Biohazard. Voll geil. Hab ich auch noch nie gesehen. Na gut. Aber wie gesagt, werdet ihr ja sehen, wahrscheinlich werde ich das, wahrscheinlich vielleicht sogar noch heute noch hochladen, dass ihr es morgen seht. Wahrscheinlich wird es morgen online gehen. Geil wäre noch gewesen, wenn sie so eine Kerze dabei gelegt hätten, so eine 4D-Kerze. Das wäre noch geil. Zockst du es dann in VR? Ja, leider. Leider. Ja, und weil wir ja gerade beim Thema Horror sind, Freunde, dies Jahr im Herbst dürfen wir uns freuen, Outlast 2. Habe ich jetzt schon Angst vor. Und Visage kommt auch noch. Oh Gott. Und dieses Alien-Dingen, dieser Alien-Klon. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird, oh Gott, das wird so furchtbar dieses Jahr mit Horrorspielen. Das, oh Gott. Resident Evil macht jetzt dieses Jahr den Anfang. Und es soll wirklich, es hat auch sehr gute Bewertungen schon bekommen. Sehr, sehr gute Bewertung, was Story angeht und spielerisch angeht. Und, oh Gott, einige haben echt schon... Was? Ja, ja, hatte das gleiche in Battlefield 4. Die haben das im Laden verkauft, so von wegen Erweiterung China Rising. Aber was, um alle anderen DLCs zu spielen, war ja ein Premium-Account nötig. Also habe ich es installiert, inklusive Origin. Aber um dann weitere Erweiterungen zu spielen, musste ich mir nochmal einen Premium-Account anlegen. Heißt, habe ich zweimal 50 Euro bezahlt. Ein Kumpel, der hat es nur online bestellt, hat einmal nur 50 bezahlt. Ich rieche mich heute noch drüber auf. Ja, einmal das Spiel musste ja 50 Euro. Und dann gab es ja diesen Season-Premium-Pass, wo alle DLCs drin sind. Auch nochmal 50 Euro. Ja, weiß ich. Ist bei Battlefield jetzt ja, glaube ich, auch so bei Battlefield 1. Ja, aber ich weiß, bei The Crew war es ja auch so. Oder bei anderen Spielen, wo in Season Pass ja auch 30 oder 50 Euro kostet Premium. Oder Battlefield 4 war es ja gewesen, genau. Hab ich auch. Und, also, ich fand, okay, also, kann man sich drüber streiten. Muss ich sagen. Kann man sich echt drüber streiten. Ja, willkommen zur Let's Play Live Show, Folge 300. Mal gucken, wie schnell wir durch sind mit Outlast und Whistleblower. Natürlich werden wir Whistleblower auch noch spielen. So. Yay.
Hallo, der Mann mit dem Knüppel ist wieder da. Ja, yeah. Ich würde so gerne Resident Evil Zero spielen. Aber jetzt erstmal Resident Evil 4. Jetzt erstmal. Aber jetzt kommt erstmal Resident Evil 7. Und dann kann man immer noch gucken. Weil ich dachte so heute vielleicht Resident Evil Zero, aber. Weil ich war so drauf und dran zu überlegen, es zu holen. Eigentlich wollte ich mir. Jetzt pass auf, es kommt der Hammer. Ich wollte mir The Escapist Walking Dead holen. Ist ja angeblich so ein Solo-Spiel, so ein Abklatsch von Escapist. So ein Extra-Spiel. Kostete bis gestern noch 4,99 €. Heute war es wieder für 13, 14 Euro drin. Oh, ich habe mich so geärgert, weil ich wollte es heute eigentlich auch im Stream gespielt haben. Aber gut. Kann man nichts machen. War ja nur Angebot. Outlast 2 aber ohne VR. Ja. Ja, die haben gesagt, pass auf. Die Entwickler Rebels haben gesagt, wir machen jetzt erstmal Outlast 2. Und nach Outlast 2 werden sie sich mit VR befassen. Das heißt, entweder kommt Outlast 3 dann in VR oder ein anderes Horrorgame von denen in VR. Und wenn die VR machen, ganz ehrlich, wenn die VR machen, also dann würde ich sagen, da habe ich richtig Angst vor. Weil Outlast, wie gut war Outlast 1? Und wie gut wird Outlast 2? Die Demo alleine schon von Outlast 2. Ich weiß nicht, Palla, hast du Outlast 2 Demo gespielt? Sorry, oh Gott. I didn't want to have to do this to you. Oh Gott. Also wenn du sagst nein, sei froh. There is so much yet for you to witness. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Will you see it? Will you see it? Can you? Can you feel it? Lord, the wall rider tearing his truth. Ich glaube, das wird gut in VR. Resident Evil auf jeden Fall. Accept the gospel and all doors will open before you. Ich glaube auch, dass wir dieses Jahr geht das glaube ich auch so richtig los mit VR Games, also vollwertige VR Spiele. Jetzt so, letztes Jahr war ja so, kam ja erst die VR-Brille raus, so zum Ende des Jahres. Und da gab es erst so vorab so Spiele, so wie, ich sag mal, VR Worlds, so dieses PlayStation Worlds halt von PlayStation selber. Oder halt, ist hier sehr Hearsay Lie, war zwar auch ein Spiel, aber es ging auch nur, glaube ich, 3 Stunden, 4 Stunden. Und oder Robinson ist ja auch kein vollwertiges Spiel, geht ja auch nur ein paar Stündchen. Sagen wir mal so 10 Stunden oder 5 Stunden, weiß es nicht. Aber ich denke mir mal, Resident Evil ist jetzt das erste vollwertige Spiel. Ich glaube, dieses Jahr geht das erstmal so richtig los mit VR, mit vollwertigen Spielen. Und da werden wir, glaube ich, noch einige Sachen sehen. Da wird, glaube ich, dieses Jahr noch einige Entwickler die Katze aus dem Sack lassen, was da noch für VR kommt. Oh, das zweite Mal habe ich gespielt, war gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und jetzt überlege ich dir mal, die machen Outlast 3 in VR. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, bei Outlast 2 die Kastration am Ende war ja mein Fuck. Wie man am Ende kastriert worden ist bei Outlast 2 bei der Demo. Oh Gott. Das wird so fürchterlich. Es war ja nur. Die Demo soll ja nur darstellen, wie creepy es wird. Haben sie ja. Mein Gott, bin ich so dumm? Soll ja nur darstellen, wie creepy es wird. Es hat ja zwar ein bisschen was damit zu tun wohl, aber nicht hundertprozentig sollte das Spiel widerspiegeln. So, jetzt mal gucken, komme ich jetzt hier rüber? So, jetzt aber. So, Freunde. Ich lasse mal ein paar...